Obermatt ist eine Finanz-Research-Firma. Was machen wir anders? Wir kaufen die Aktien, die wir empfehlen, mit unserem eigenen Geld. So, wie gut waren diese Aktien letztes Jahr 2018? Schauen wir uns das mal zusammen an. Was Sie hier sehen, sind die Werte unseres Portfolios. Der hellblaue Balken zeigt an, wo das Portfolio zu Beginn 2018 stand, und der violette Balken zeigt, wo es heute ist, zu Beginn 2019. Leider haben wir in allen Währungen Geld verloren. 13% in Schweizer Franken, 10% in Euro. Das sind ganze 50'000 Schweizer Franken. Das ist eine Katastrophe. 50'000 Franken verloren. Wenn wir nichts gemacht hätten, wären wir heute 50'000 Franken reicher. Sollen wir aufhören zu investieren? Viele tun das. Wenn eine Periode mit Verlusten entsteht, gehen sie aus den Märkten raus. Das Problem ist, sie verpassen dann auch die guten Jahre. Und es ist wirklich unmöglich, nur die guten Jahre zu nehmen, ohne die schlechten. Ich hasse Verluste auch. Was mache ich? Ich schaue auf die gesamte Investitionsperiode. Und dann sieht es anders aus. Was Sie hier sehen, ist das gesamte Geld, das wir in unser Portfolio investiert haben. Und zwar als hellblauer Balken auf der linken Seite. Und violett sehen Sie wieder, wie viel dieses Geld in Aktien heute wert ist. Und, große Überraschung, wir haben Geld verdient, egal welche Währung Sie anschauen. Sogar in Schweizer Franken sind wir 3'000 Franken reicher. In Euro und Dollar sind es 30% mehr als zu Beginn und in Pfund, im britischen Pfund, sogar 34%. Nun könnten ein Schweizer oder eine Schweizerin denken, dass diese anderen Währungen gar keine Rolle spielen, denn sie brauchen das Geld ja in Schweizer Franken. Das ist aber falsch. Denn wenn Sie das Geld später brauchen, werden Sie damit nicht nur Schweizer Produkte kaufen, sondern auch solche aus anderen Währungen. Aus diesem Grund sollte man immer auch die anderen Währungen anschauen und die Leistung des eigenen Portfolios auch in anderen Währungen beurteilen. Merken Sie sich zwei Dinge. Schauen Sie die gesamte Anlageperiode an und nicht gerade die letzten paar Quartale. Und schauen Sie auch den Effekt in anderen Währungen an, denn auch andere Währungen werden für Sie wichtig sein.